Herzlich willkommen bei Autonotizen zum Tag der offenen Türen. Ich hoffe, ihr habt diesen Kanal schon abonniert. Wenn nicht, dann macht ihr das doch am besten jetzt und besucht auch die Website autonotizen.de mit vielen News, Alltagstests und Fahrberichten zu Autos. Und natürlich steht auch heute wieder ein brandneues Modell vor der Kamera. Ein frischer Japaner steht im deutschen Wald, einem wichtigen CO2-Speicher, und um das Kohlendioxid möchte sich auch der Mazda MX-30 ein bisschen sorgen und kümmern, denn er ist das erste Elektroauto, das der japanische Hersteller Mazda in Serie fertigt. Der MX-30 ist ein kompaktes Crossover, SUV, Coupé, wie auch immer, also fährt er genau in dieses trendige Marktsegment hinein, entspricht in der Größe dem Mazda CX-30, den es ja auch gibt, mit reinen Verbrennermotoren, dann auch mit Mildhybrid-Technologie. In der Tat teilt sich der MX-30 auch im Gegensatz zu anderen Elektroautos, die von Grund auf neu entwickelt wurden, auch die Plattform mit den kompakten Modellen, also dem Mazda 3 und dem CX-30. Daher also auch dieses Größenformat. Die Form ist komplett neu, also die Karosserie ist komplett neu gestaltet. Die Frontpartie zeigt so ein leicht freundlicheres, braveres Gesicht als die doch teils lustigen Grills der Mazda Verbrennermodelle. Dann haben wir hier eben das abfallende Dach des SUV-Coupés. Wir haben hier ein Auto in Dreitonlackierung, die ist optional. Das Dach schwarz, diese Holme und die Rahmen, die oberen um die Seitenfenster in so einem dunklen Silber. Und die Farbe, die Karosseriefarbe, wie ich finde, sehr schick, steht dem CX-30 gut, heißt Mondsteinweiß Metallic. Das Heck, wie gesagt, mit der flach abfallenden Heckscheibe geht auch einen eigenen Weg. Diese prägnanten Rückleuchten sind nochmal so ein bisschen eine Weiterentwicklung des Mazda Designs. Steht dem Auto gut. Er wirkt modern, aber nicht irgendwie so futuristisch wie manche andere Elektroautos und geht hier seinen eigenen Weg. Ich kann schon verraten, dass Mazda nicht nur bei der Optik, sondern auch technisch mal wieder einen eigenen Weg geht mit Vor- und Nachteilen. Und das möchte ich jetzt heute herausfinden und ich freue mich, dass ich mit und für euch den MX-30 jetzt gründlich anschauen darf. Und natürlich starten wir wie immer im Kofferraum und gehen dann ins Auto hinein. Die Heckklappe des MX-30 öffnet manuell. Ich bin ja relativ groß, deswegen würde ich mir hier den Kopf schon stoßen, wenn ich nicht aufpasse. Also könnt ruhig ein bisschen weiter aufgehen. Dafür ist hier alles schön glatt und eben. Kopfnüsse tun vielleicht kurz weh, aber man holt sich keine Wunden und ja, die Heckklappe öffnet natürlich den Weg in den Gepäckraum. Der Kofferraum misst 366 Liter, ist also ein gesundes Kompaktklasseformat, nicht das allergrößte. Die Rücksitzbanklehne, wie man hier sieht, ist ein Drittel, zwei Drittel teilbar und dann lässt er sich auf ein bisschen über 1100 Liter erweitern. Die Ladekante hier hinten ist so halbe Hand tief ungefähr. Es gibt einen Boden, den ich hier aufstellen kann. Darunter sehen wir aber nicht wirklich Ablagefächer, sondern wir haben hier das Tire Fit und dann haben wir hier für das im Testwagen eingebaute optionale Bose Soundsystem dann hier noch die Bassabteilung untergebracht. In dieser Tasche ist das Typ 2 Ladekabel und dann haben wir hier noch die Verbandskasten oder die Verbandstasche und das Warndreieck. Es gibt Verzurrösen hier an der Seite, aber keine Haken für Taschen. Also ein Durchschnittskofferraum, brauchbar für zwei Personen und den Einkauf hinter der Heckklappe. Die Ladeklappe, also hier lade ich Gepäck, hier lade ich Strom, die befindet sich hinten rechts, wo man ja sonst klassischerweise den Tankdeckel kennt. Und da sehen wir hier den Stecker, einmal Typ 2 und CCS. Dann kommen wir auch gleich zum Laden. 50 Kilowatt Ladeleistung kann der MX-30 maximal verkraften am Schnelllader mit CCS. Dann ist die Batterie in knapp 40 Minuten zu 80% vollgeladen. Mit Typ 2 hier oben dauert es länger. Also wenn wir dann nur das sehen, und das ist das serienmäßige Ladekabel, da lädt er einphasig mit maximal 6,6 kW. Und ja, am besten hängt man ihn dann einfach über Nacht an die Haushaltssteckdose oder einige Stunden an die Ladesäule, dann ist die Batterie wieder voll. Die 35,5 Kilowattstunden Strom speichert, also nicht allzu viel. Und das ist das, was Mazda Right Sizing nennt. Aber zur Reichweite, Batterie und Philosophie komme ich gleich. Damit kommen wir jetzt zum Türkonzept nochmal, das der
MX-30 hat Freestyle Doors, nennt Mazda das. Also die vordere Tür geht ganz normal auf und übrigens sehr, sehr weit, 82 Grad Öffnungswinkel, also steht dann fast senkrecht zum Auto. Die hintere Tür geht dann nach hinten auf. Wir haben keine B-Säule, dafür hier so ein großes Scharnier, was, ja, wenn Kinder ein- oder aussteigen, durchaus eine Stolper- oder Verletzungsfalle sein könnte. Muss man mal ausprobieren im Alltag. Und mit diesem Türkonzept will Mazda natürlich an die eigene Geschichte erinnern. Den RX-8 kennt man bestimmt noch, den Wankel-Sportwagen, den letzten. Der hat auch diese gegenläufig öffnenden Türen gehabt. Aber Elektroauto-Fahrer und Fans fühlen sich natürlich bestimmt auch an den BMW i3 erinnert, den es ja nach wie vor gibt. Das Batteriepaket liegt im Boden mit 35,5 Kilowattstunden und hat einen starren Rahmen um sich, der natürlich dann mit dem Unterboden verschraubt ist. Und der soll dafür sorgen, dass die Karosserie, trotzdem, dass wir keine B-Säule haben, um 30% steifer ist, sagt Mazda, als beim CX-30, der ja herkömmliche Türen hat, also eine feste B-Säule. So, die beiden Türen hier sind offen. Hier auf der Beifahrerseite gibt es eine Schlaufe, die den Sitz nach vorne fahren lässt und rein geht's in den Fond. Jetzt seht ihr mich hier vielleicht nicht mehr so gut, weil es ziemlich dunkel ist. Wir haben einen schwarzen Dachhimmel, ziemlich kleine Fensterchen hinten, eine getönte Heckscheibe. Da wird es hier im Fond schon kuschelig. Mazda sagt zwar, die Rücksitzbank soll so eine Sofa-Couch-Atmosphäre zaubern. Die ist auch schön hoch montiert, also die Bank selber ist echt bequem. Aber es hapert nicht nur am Licht, wobei so eine Couch im Dunkeln ja auch ganz nett sein kann, aber vor allem an Platz. Ich bin 1,92 groß, damit habe ich es wieder mal gesagt, und kann hinter dem auf meine Größe eingestellten Fahrersitz nicht sitzen. Also ich komme hier gar nicht dahinter, denn hier ist einfach ja, alles zu kurz, zu knapp und die Kopffreiheit reicht für meine Größe auch nicht. Ich habe die Schlaufe gezeigt am Beifahrersitz, die fehlt am Fahrersitz. Aber lustigerweise kann ich den hier mit Knöpfen elektrisch verstellen. Das dauert halt dann nur ein bisschen, bis der dann vorgefahren und umgeklappt ist. Ja, die Bank selber, wie gesagt, bequem gepolstert. Und wir haben hier ein Auto mit optionaler Innenausstattungswelt. Da gibt es zwei verschiedene. Hier haben wir Modern Confidence. Das ist so ein helles Material mit Kunstleder, also vegane Innenausstattung. Dann auch noch Stoff. Und dann gibt es noch eine andere mit dunkelbraunen Kunstlederbezügen, eine Innenausstattungswelt, die heißt dann Industrial Vintage. Also das sind so zwei optionale Pakete überhalb der Serienausstattung. Also hier angenehme, tolle Materialien, gut verarbeitet. Isofix haben wir auch, hinter Kappen immerhin statt Klappen. Und ja, ich glaube, ein Kindersitz wäre auch das, was man hier einfach montiert. Wenn man nicht sagt, man ist nur noch zu zweit oder immer schon zu zweit gewesen oder alleine und nutzt die Rücksitzbank, ganz ehrlich, als verlängertes Gepäckabteil, um mehr einzuladen, denn es fehlen hier hinten auch Lüftungsdüsen oder USB-Anschlüsse. Also ja, ich fühle mich nicht so wohl hier im Fond, deswegen gehe ich jetzt natürlich wie immer in jedem Autotest nach vorne links ins Cockpit. Das Lenkrad kennen wir aus anderen Mazda-Modellen, auch die Sitzposition passt hervorragend, schön angenehm, steil stehendes Lenkrad und ja, man hat eine ganz gute Linie dahinter. Die Instrumente hier bestehen aus analogen Rundinstrumenten links und rechts. Da haben wir das ja, Powermeter, nenne ich es immer. Da sieht man dann, ob man gerade ordentlich Stoff gibt oder charged, rekuperiert. Und dann haben wir hier einmal den Batteriefüllstand und rechts klassisch irgendwie die Batterietemperaturanzeige, wie so die Motortemperaturanzeige. In der Mitte haben wir ein 7 Zoll Display digital. Da sehen wir jetzt hier die Fahrassistenten dargestellt. Der MX-30 hat einen Spurhaltewarner mit Gegenlenkfunktion, zum Beispiel Querverkehrswarner, Einparkhilfe vorne, dann je nach Ausstattung, hinten serienmäßig und so weiter und so fort. Mit der Infotaste, das kennen wir von Mazdas, kann ich das dann hier umschalten. Ich kann mir hier auch einen großen, rund animierten Tacho holen, der bis 160 km/h nur geht, denn der MX-30 fährt maximal 140 km/h schnell. Das finde ich dann ganz gut, warum jetzt hier groß irgendwie einen ja, 220 vorgaukelnden Tacho hier einbauen oder einprogrammieren. Dann können wir hier in der Mitte die Bordcomputer-Angaben uns holen und kommen wir wieder auf die Fahrassistenten. Also das ist hier so die Bedienung des Systems. Und wenn wir weiterschauen, dann sehen wir hier in der Mitte das 8,8 Zoll Display des Mazda Connect Infotainment Systems, kennen wir ja aus Mazda 3 und CX-30, also das hier die neueste Generation.
die Mazda einbaut. Dazu kommt auch der immer noch praktische und intuitive Drehrücksteller. Wir haben also kein Touchscreen hier oben, sondern im Gegensatz zu dem älteren Mazda Infotainment-System geht es auch während des Standes des Autos nur hier über den Drehregler. Da kann ich dann hier zum Beispiel auch die Navikarte zoomen. Ich kann ins Heimmenü gehen und dann hier durch die verschiedenen Menüebenen surfen. Also klappt während der Fahrt perfekt, viel besser als jeder Touchscreen. Daneben kann ich dann das Audiosystem steuern. Ich kann hier laut leise machen und durch Bewegungen dieses Buttons auch Musiktrack oder Radiosender vor- und zurückskippen und das Audiosystem auch ausschalten. Dazu gibt es dann darunter noch so eine Favoritentaste. Also das ist ganz smart gelöst. Dafür zieht trotzdem ein Touchscreen ein bei Mazda, nämlich für die Klimabedienung gibt es ein neues 7 Zoll Touchscreen Display. Also hier läuft alles, was Klimaautomatik ist, jetzt über Touch. Dann habe ich hier so eine akustische Rückmeldung, wenn ich die Temperatur verstelle. Sitzheizung geht dann hier oben dreistufig. So, schalte ich es wieder aus. Und Lenkradheizung genauso. Ja, ist natürlich schon ein bisschen ablenkend, aber Mazda wäre nicht Mazda, wenn sie nicht auch hier ihren eigenen Weg gehen. Denn die wichtigsten Funktionen haben nach wie vor physische Tasten. Also ich kann hier die Temperatur auch hier mit diesen Tasten verstellen. Übrigens nur eine Einzonen-Klimaautomatik. Ich kann sie an- und ausschalten. Ich kann die Windschutzscheiben, die Frostfunktion und die Heckscheibenheizung hier aktivieren und auch das Gebläse in der Intensität hier verstellen. Also das finde ich ganz gut, dass sie dann trotzdem hier noch die Tasten gelassen haben. Ganz klassisch ist dann hier dieser Wählhebel, obwohl wir ja hier ein Eingang-Reduktionsgetriebe haben, ist hier so ein typischer Wählhebel, der gleichzeitig aber auch so ein bisschen den Weg versperrt auf diesen Touchscreen. Wenn man also da bedienen will, dann ist der ja eben ein bisschen im Weg. Die Mittelkonsole schwebt frei, weil eben kein Getriebetunnel hier vorhanden ist. Darunter gibt es ziemlich viel Strom. Wir haben hier eine 220 Volt Steckdose, dann USB und 12 Volt alles da. Und wir sehen hier schon die Belege. Das ist hier Kork-Material. 100 Jahre Mazda wurde ja gefeiert. Die Firma begann mit der Produktion von Kork und Korkersatz in Japan. Und das soll dann hier so ein bisschen die Geschichte der Anfänge der Firma, aus der dann die Marke Mazda entstand, darstellen. Das finde ich ganz angenehm. Das ja, fühlt sich gut an, sieht gut aus. Mal schauen, wie sich das so nach ein bisschen Schmutzattacken nach 2-3 Jahren dann ansehen lässt. Spannend. Hier drunter sind dann die Cupholder. Also ich habe hier einmal, da sehen wir schon Flaschen drin liegen, hier so ein Ablagefach. Das kann ich zumachen, indem ich dann hier die Cupholder aktiviere. Oder ich kann dann hier auch wieder aufräumen. Also das finde ich ganz hübsch, gut gemacht. Und die ganze Mittelkonsole sieht sehr stylisch aus. Und ist auch gut in der Bedienung, vor allem eben erwähnter Drehrücksteller. Das Cockpit selber ist angenehm hoch, trotzdem aber nicht unübersichtlich. Hier die Lüftungsdüsen auch schön hoch, dass also ordentlich Frischluft kommt. Sieht alles nett aus, genauso wie hier die Türverkleidungen. Hier gibt es dann auch noch ein neues Material, dieser filzartige Stoff in den Türverkleidungen. Der besteht zu 100% aus recycelten PET-Flaschen und der kommt dann zusammen mit diesen Kunstledereinlagen eben in den Sitzbezügen auch diesem Nachhaltigkeitsgedanken näher. Serienmäßig ist auch im MX-30, das sieht die Kamera jetzt hier natürlich suboptimal, das Head-Up-Display, hier sehen wir es, also werden die Geschwindigkeitsdaten, Verkehrszeichen, Erkennung und Navigationsinformationen direkt auf die Windschutzscheibe gespiegelt. Und hier links vom Lenkrad habe ich dann noch Tasten, wo ich die Kameraansicht verändern kann und hier auch Fahrassistenten aktivieren und deaktivieren kann. Dann gibt es hier auch zwei Memory-Funktionen für die elektrische Sitzverstellung. Also alles drin, was man braucht zum Glücklichwerden. Und ob das gelingt, wenn ich jetzt diesen Knopf drücke und ich losstromere, das probiere ich jetzt aus. Mazda macht ja vieles ein bisschen anders und geht seinen eigenen Weg. Das fängt schon an bei den reinen Verbrennern, bei den klassischen, dass man da weiterhin auf Saugmotoren setzt hier in Europa. Und auch der MX-30 ja, will so ein bisschen untypisches Elektroauto sein. Fangen wir erstmal mit dem Fahrgefühl an. Wir haben einen künstlich erzeugten Sound hier drinnen, der ja schon an Motorsound erinnert, aber nicht irgendwie nervig ist. Der kommt über die Lautsprecher. Das hört man natürlich jetzt nicht so gut im Mikrofon der Kamera. Also es ist stets präsent und wenn man dann Gas gibt, dann wird es auch mal so ein bisschen
ja, wie soll ich es ausdrücken, nicht bollerig, aber man könnte schon ganz entfernt einen Sechszylinder vernehmen. Und damit möchte Mazda aber nicht jetzt hier irgendwie einen Spieltrieb frönen, sondern man möchte dem Fahrer ein intuitives Gefühl für die Geschwindigkeit und die Beschleunigung geben, dass man also nicht so entkoppelt ist von dem, was gerade mit dem Auto passiert, wenn man aufs Fahrpedal drückt. Vom Konzept her, na gut, wir haben die 35,5 Kilowattstunden große Batterie. Da kann man jetzt sagen, wir stimmen mal voll zu, dass Mazda sagt, im Gesamt-CO2-Fußabdruck, der betrachtet wird von der Batterieherstellung über die Lebensdauer des Autos, ist das die ideale Größe. Man könnte aber auch annehmen, dass einfach auf der bestehenden Basis, die er hier eben mit CX-30 und Mazda 3 teilt, nicht genügend Platz war, um die Batterie zu integrieren und die Entwicklung einer neuen Plattform zu teuer war. Man weiß es nicht, ich lasse es mal so stehen. Fakt ist, dass diese 35,5 Kilowattstunden für eine Reichweite sorgen, die dann genau in die Kerbe schlägt, was eigentlich die Elektroautos gerade versuchen, den Menschen zu nehmen, nämlich diese typische Reichweitenangst. 265 Kilometer ist die maximale Reichweite nach Norm, dann auch mit Stadtverkehr. Ich bin heute mit einer fast vollen Batterie losgefahren, die war auf 97% State of Charge. Dann zeigte er 188 Kilometer Reichweite an. Also im Alltag, wenn man nicht nur in der Stadt herumfährt, dann dürften das so, ja, 160 bis 190 Kilometer Reichweite sein. Also muss man schon sich jeden Tag irgendwie drum kümmern, wann lade ich, wo lade ich, was für einen Berufspendler natürlich kein Problem ist, der dann am Arbeitsplatz und zu Hause laden kann. Aber kommen wir jetzt zum Fahren. Ich fahre hier auf Landstraßen, nicht in der Stadt. Und da ist der MX-30 echt gerne zu Hause. Die Batterie eben im Boden sorgt für einen tiefen Schwerpunkt. Die wiegt 310 Kilo. Das Auto selber ist relativ leicht für ein Elektroauto. Mit ein bisschen über 1,7 Tonnen. Dazu kommt eine schön direkte Lenkung, das kennen wir ja auch von Mazda. Ein relativ straffes Fahrwerk. Alles sorgt dafür, dass man echt ganz gut um Kurven zirkeln kann. Also es macht schon Spaß, mit dem Auto auch so ansatzweise fidel zu fahren. Dynamisch wäre der falsche Ausdruck. Damit kommen wir zum Motor. 107 kW oder 145 PS nach alter Währung ist die maximale Leistung des E-Motors, 271 Newtonmeter Drehmoment. Und wenn man zum Beispiel hier, ich fahre jetzt hier mal kurz Tempo 40 und beschleunige dann auf Landstraßentempo, ich gehe sogar ein bisschen runter auf 30 und Fahrpedal voll durch. Bin ich jetzt auf Tempo 100. Also er zieht schon voran, aber es fehlt dieser Tritt ins Rückgrat, das manche andere E-Autos bieten. Also auch hier will er eben einfach anders sein und bevorzugt dann schon die entspanntere Gangart. 81 kW, 110 PS Dauerleistung hat der Elektromotor. Diese Peakleistung ist ja immer nur kurz vorhanden. Und Mazda gibt einen Verbrauch von 17,3 Kilowattstunden an nach Norm auf 100 Kilometer. Ich bin viel Stadtverkehr gefahren. Gestern, da pendelt es sich dann in der Tat so auf 13,3 bis 14 Kilowattstunden ein, also das ist dann schön gering und hier jetzt gemischt mit Stadt und Landstraße, aber dazu auch eben oft hin und her fürs Fotografieren und Filmen, dann komme ich so auf 17,9, 18 Kilowattstunden nicht sparsam gefahren, also der Normwert, der dürfte hier schon leicht zu erreichen sein. 9,7 Sekunden ist die Werksangabe für den Spurt 0 auf 100 km/h, wer es denn wissen will. Und die Höchstgeschwindigkeit wird bei 140 abgeregelt. Also 130 fahren auf der Autobahn ist kein Problem. Und er beschleunigt auch, ich habe es auf der Autobahn probiert, auch auf die 140 eben ganz gut hin. Nicht nur die Lenkung und das Fahrwerk passt fürs Kurvenfahren, sondern auch die gute Übersicht. Das ist einmal im Stadtverkehr ein Vorteil, aber auch hier auf Landstraßen. Die Rückspiegel sind an den Türen montiert und ich kann hier durch die schlanken A-Säulen echt ganz gut Kurven anpeilen, aber eben auch Radfahrer, Fußgänger sehen im Stadtverkehr. Also es ist schon wieder schön um den Fahrer herumgebaut, das Auto. Mazda baut ja einen Drehmomenteingriff beim Kurvenfahren in seine Autos ein, also G-Vectoring Control.
auch hier im MX-30 und deswegen gelingen Kurvenfahrten echt ganz gut. Das ist ein stabiles Lenkverhalten und auch so ein Helfer, der einfach unmerklich da ist, aber stets Spalier steht und echt das Fahren auf angenehme Art und Weise unterstützt. Beim Druck auf das Bremspedal wird erst Energierekuperation genutzt, bevor dann der Bremsdruck aufgebaut wird. Gleichzeitig kann ich mit den Schaltpedals hinterm Lenkrad 5 Regenerationsstufen oder Rekuperationsstufen einstellen. Und das gelingt, gehe ich mal hier auf die höchste Stufe und wir verlangsamen auf 40, 30, 20, 10 km/h, also fast One-Pedal-Feeling. Jetzt brauche ich so ab 7 km/h dann doch noch einen leichten Druck aufs Bremspedal, um wirklich dann zum Stillstand zu kommen. Aber gerade im Stadtverkehr kann man hier echt ganz gut tarieren, also das ist auch sauber abgestimmt, wie viel ist. Zwei Tage konnte ich jetzt mit dem Mazda MX-30 elektrisch unterwegs sein, aber bevor ich jetzt zu meinem Fazit komme, möchte ich noch die Zeit nutzen, mit euch zusammen unter die vordere Haube zu blicken. E-Sky Active nennt Mazda seinen Elektroantrieb und der würde, wie man hier sieht, ungefähr 2,5 bis 3 Mal unter die vordere Haube passen. Hier sieht man halt, dass der MX-30 doch auf einer Verbrennerbasis basiert, hier also Bauraum ist für Benziner und Diesel von der Plattform her, aber das hat eigentlich noch einen ganz anderen und triftigen Grund, denn der MX-30 ist ja so, wie er hier steht, eigentlich nicht ganz er selbst, denn das eigentlich geplante Modell kommt ein bisschen später auf den Markt mit Range Extender, der passt dann eben hier rechts hinein und das wird ein kleiner, kompakter Wankelmotor, der dann im optimalen Wirkungsgrad laufen soll, sparsam, vibrationsarm laufen soll und mit relativ wenig Spritkonsum, aber trotzdem schnell nachzutanken, dann hier für mehr Reichweite sorgen kann. Wann der Range Extender dann auf den Markt kommt, ist noch nicht ganz klar. 2021 sollte es sowas sein. Bis dahin und dann auch weiterhin gibt es den MX-30 eben als reines Elektroauto. 32.645 Euro kostet er aktuell in der Basisversion. Die hat dann aber schon 18 Zoll Leichtmetallfelgen, das Head-Up-Display, das Infotainment-System mit Navigation, Apple CarPlay und Android Auto. An Bord ist eigentlich relativ komplett ausgestattet. Dazu gibt es dann noch ein Komfortpaket und diese Innenraumwelten. Und wenn man dann alles dazu nimmt, kann man auch noch ein Glasschiebedach mit dazu bestellen, wenn man denn möchte. Aber wie gesagt, die Basis ist schon komplett ausgestattet. Er ist also im Wettbewerbsumfeld der Elektroautos dieser Größe relativ günstig. Aber dennoch hadere ich einfach mit dieser doch kleinen, kompakten Batterie und der Reichweite. Zuschauer dieses Kanals wissen ja, dass ich nicht zu denen gehöre, die sagen Reichweite, 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 sondern ja, ich da auch glaube, wir sind schon alle bereit, ein bisschen umzudenken, dass wir ein Elektroauto eben öfter laden, so wie wir ein Smartphone laden und das ja auch während der Arbeitszeit funktioniert oder über Nacht und ich nicht extra tanken muss. Dennoch, ja, hast du mit dieser kleinen Batterie im doch dann eben nicht ganz so kleinen, kompakten MX-30 immer halt die Reichweitenanzeige im Auge. Über 200 Kilometer war die bei mir nie an, auch wenn die Batterie voll geladen war. Der Verbrauch hat sich jetzt so auch mit Autobahn, Landstraße bei ein bisschen über 19 Kilowattstunden eingependelt. Da ist er schon okay vom Verbrauch. Ein bisschen sparsamer kann es gehen, wenn man effizient fährt. Also da nehmen sie sich alle nicht viele Konkurrenten wie, nehmen wir mal den Hyundai Kona, den Kia Niro, aber vielleicht dann auch die Basisvarianten des VW ID.3, die dann schlechter ausgestattet sind, aber diesen Preis treffen, die brauchen ungefähr auch so viel. Also für mich ist das Fazit, der CX-30 ist wie fast jeder Mazda ein echt gutes Auto. Sieht fein aus, ist fein verarbeitet, fährt sich sehr angenehm und irgendwie besonders auf seine Art und Weise. Also ein gutes Auto, aber wie ich finde, ein nicht ganz so gutes Elektroauto. Und da würde ich dann vielleicht doch auf die Variante mit Range Extender warten. Und dann kann man auch erst einordnen, ob diese Range Extender Thematik, die BMW beim i3 ja nicht mehr anbietet, denn schon mittlerweile aus der Zeit gefallen ist oder ob Mazda es schafft, auch mit einem besonderen Weg das wieder einzuführen. Lest doch auch den Bericht auf autonotizen.de, verlinke ich unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.